diesem Weg und unter diesem Credo dürfen wir jetzt auch eine sehr spannende Geschichte hören von unserer Gästin, die Tamara Lunger. Sie ist Extrembergsteigerin. Danke, Tamara, dass du heute mit dabei bist und uns deine Zeit schenkst. Wenn ich die kurz vorstellen darf, also du hast ja schon von Kindesbeinen an verschiedene Sportarten betrieben und das hat dich bald auch zum Skibergsteigen und zum Bergsteigen gebracht. Bist dann bald Italienmeisterin geworden und dann in deiner Jugendzeit hattest du dieses Ziel, du möchtest einen 8000er erklimmen. Und dann hast du es auch geschafft, schließlich 2014 als zweite Italienerin den K2, den gefährlichen Riesen, zu erklimmen. Hast auf deinem Weg auch sehr viele Herausforderungen meistern müssen. Vieles hat beim ersten Versuch vielleicht auch nicht geklappt. Und genau wie wir es vielleicht auch schaffen können, solche Herausforderungen zu meistern und vielleicht beim ersten, zweiten, dritten Versuch nicht aufzugeben. Ich glaube, das können wir auch durch deine Geschichte mitnehmen. Und jetzt würde ich ja das Wort bereits an dich übergeben. Und wir freuen uns sehr, sehr, dass du mit dabei bist und dass wir deine Geschichte auch hören dürfen. Ja, vielen Dank, Marlies, vielen Dank, Business Pool, für die Einladung. Und ich würde sagen, wir verlieren jetzt nicht großartig noch an Zeit, sondern ich lege einfach los. Ich werde jetzt meinen Bildschirm teilen und werde ein bisschen von meinem Leben erzählen. Und danach gibt es noch Zeit für Q&A. Okay. Ja, also ich glaube, ihr alle habt schon einmal einen Traum gehabt oder habt ihn immer noch. Also irgendwas, wo euch das Herz aufgeht, wo die Augen blitzen und wo man sich einfach nichts Schöneres vorstellen kann. Und das habe ich eben schon mit 14, 15 gehabt, wenn ich an die Orte gedacht habe. Also ich habe mir allem jeden Tag vorgestellt, irgendwann werde ich in einem Basislager sein am Fuße eines 8000ers und ich werde da ausschauen und die haben genau schon gespürt, wie werde ich mich fühlen, wie werde meine Umgebung ausschauen. Und das habe ich seit 14 bis 22, habe ich das fast jeden Tag beim Einschlafen gedacht. Es ist jetzt ein Traum gewesen, den ich einfach irgendwo drinnen gehalten haben, aber dann ich nicht mit Aggression oder so verfolgt habe. Ich habe einfach gesagt, okay, wenn das meine Bestimmung ist, dann werde ich irgendwo in diesem Ort landen. Und so war es dann auch 2009, meine erste Expedition. Und ich kann euch sagen, ich bin genau in diese Situation gekommen. Also ich habe mich da drüben hingesetzt in Nepal auf einem Stein und ich habe gesehen, wie mich die Umgebung fasziniert, wie ich mich gefühlt habe. Der Wind hat ein bisschen geblosen, meine Haare und die Großhalme haben im Wind getanzt. Und genau das habe ich mir für die letzten Jahre allem wieder vorgestellt. Deswegen, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir einen Traum haben, weil das hilft uns, ein Ziel zu haben. Und Ziele sind das Wichtigste, wenn man irgendwo hinkommen will. Ohne Ziel hat man auch nicht die Kraft, den Mut, den nächsten Schritt zu machen. Und ich werde da noch mehr erzählen, weil mir hat es eigentlich nie ohne Ziele gegeben. Schon seit Kindesalter an bin ich immer so eine weiße Gitsch gewesen und ich habe einfach immer schon große Ambitionen gehabt und Träume und Visionen, aber leider nicht immer. Also für mich ist das Ziel, der Traum, auch irgendetwas gewesen, was mir in meinem Leben die Stabilität gegeben hat. Stabilität, jeden Tag ein bisschen näher an dieses Ziel zu kommen. Und dabei nicht leider das Ziel zu sehen, sondern auch den Weg dorthin. Und was mir sicherlich sehr geholfen hat, ist das Vertrauen. Also ich bin gläubig, ich glaube an Gott und da bin ich sogar stolz drauf. Und ich habe immer gesagt, Gott, bitte schenk mir das, ich möchte es so gern erleben. Und das Vertrauen, auch das muss nicht Gott sein, das kann das Universum sein, das kann sich irgendwas sein, hat mir die richtige Basis geschaffen, dass ich einfach diesen Traum freigelassen habe und das Leben wird mich positiv überraschen. Die Gewissheit habe ich allem gespürt, die ganzen Jahre.
Das Wichtige in einem Leben oder sagen wir mal am Berg ist auch immer die Partnerschaft. Wer ist mein Seilpartner? Mit wem hänge ich mich ins Seil? Und beim Bergsteigen, da geht es um Leben und Tod. Im normalen Leben nur in seltenen Fällen zum Glück. Aber es ist immer schön, wenn man den richtigen Partner am Ende, am anderen Ende des Seils hat. Das heißt Vertrauen, das heißt, ich lege mein Leben in deine Hände, ich vertraue dem, was du machst, ich vertraue dem, was du kannst. Und es ist eigentlich in jeder Beziehung so, ob das jetzt am Berg ist, ob das ein Arbeitsverhältnis ist, ob das eine Liebesbeziehung ist. Also Vertrauen in dieses Band ist eigentlich immer das Beste. Und es ist aber eigentlich gar nicht so einfach, weil ich habe schon einige Expeditionen gemacht, die ersten Jahre meiner Karriere seit 2009, wo ich das nicht so richtig gespürt habe, wo ich mich nicht so richtig gut gefühlt habe in der Kombination mit dem anderen Menschen, wo ich gespürt habe, ich bin eigentlich anders, ich sehe gewisse Dinge anders, ich habe andere Werte, ich habe andere Herangehensweisen an gewisse Dinge. Und weil immer so, am Berg ist es fast intensiver als in einer Ehe, weil du bist 24 Stunden am Tag zusammen. Und das kann manchmal ganz schön happig sein. Deswegen, es muss passen. Und desto besser die Chemie passt, desto besser ist einfach das Output, das Outcome aus dem ganzen Traum aus der ganzen Aktion, was man gemeinsam startet. Und da habe ich das Glück gehabt, sehr schöne Freundschaften zu haben. Einmal natürlich mit Simone Moro, dann werden wir später noch sehen. Der hat auch das Vertrauen in mir gehabt, okay, die Tamara, ich weiß, die kann das schaffen, und der hat mich mit all seiner Kraft, mit all seinen Mitteln unterstützt und mir eigentlich dazu mich sehr unterstützt, dass ich meinem Traum folgen kann. Und das, obwohl er mich nicht einmal gekannt hat. Und da habe ich auch wieder gesehen, es muss nicht immer alles planbar sein. Ich muss nicht immer alles kontrollieren können, weil wer hätte das gedacht, dass ein Italiener aus Bergamo das Vertrauen hat, dass ich eine gute Höhenbergsteigerin werden kann. Also, man kennt die Wege des Herrn nicht, sage ich immer. Also, man muss einfach dieses Vertrauen haben, alles wird schon so gehen, wie es dann schlussendlich passt, um das Puzzle zu vervollständigen. Und gehen wir zum nächsten Bild. Also, das Bild ist für mich eigentlich das Sinnbild der Schwierigkeiten. Nicht nur beim Bergsteigen, sondern auch im Leben. Es gibt viele Sackgassen, es gibt viele Gletscherspalten, es gibt viele Schwierigkeiten und Gefahren, Risiken. Und es ist nicht immer einfach, aber das Wichtigste ist einfach, ich habe den Traum und ich muss einfach vertrauen, das geht gut. In der Expedition Winter 2019, 2020 bin ich gemeinsam mit Simone, der da in Rot, sind wir zum Gascherbrumm. Wir sind alleine in diesen Eisformationen, haben herumgesucht, um den Weg Richtung Lager 1 zu suchen. Wir haben es aber fast nicht geschafft. Sagen wir zum Schluss, wir haben es nicht geschafft, weil wir am 18. Tag einen Unfall gehabt haben. Simone stürzt in die Gletscherspalte und ich kann nur mit letzter Kraft noch den ganzen Sturz aufhalten. Er hängt an meinem Daumen und ich habe gewusst, okay, wenn ich da jetzt nicht durchhalte und meine ganze Kraft reinstecke, dann falle ich auch runter in die Spalte und niemand wird uns je mehr finden. Hürden und Schwierigkeiten sind meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, weil wenn man die Hürden und Schwierigkeiten nicht hätte, dann wäre das Leben meiner Meinung nach zu einfach. Da hätte man
keine Lust zu kämpfen. Da hätte man, das wäre irgendwie so langweilig. Ich habe immer gesagt, ich bevorzuge ein Meer mit hohen Wellen statt Flachwasser, weil ich einfach dort die Möglichkeit sehen kann, immer die beste Version meiner selbst zu werden. Und wenn das alles zu einfach gewesen wäre, dann hätte es mich nicht so inspiriert, nicht so interessiert. Deshalb, für mich war schon immer klar, es muss 8000 sein. Es muss, für mich war es wirklich die Königsdisziplin, da oben zu stehen, weil es nicht nur körperliche Herausforderungen verlangt, sondern vor allem auch mentale. Und all die kleinen Dinge außenrum müssen auch passen, wie das Team und unzählige Dinge in einem Tag, den man so in dieser Umgebung verbringt. Dieser Stolz, den man dann hat, wenn man diese Hürden geschafft hat, wenn man es über die nächste Gletscherspalte geschafft hat, wenn man gemeinsam irgendwo das nächste Lager erreicht. Man weiß, okay, man ist dem Traum, dem Ziel wieder einen Schritt näher und jetzt kann man sich ausruhen, neue Kräfte sammeln und dann weitergehen. Was ich halt auch gesehen habe, in dieser Situation am Berg hat mich sehr gefreut, dass man einmal ein bisschen von der Außenwelt abgeschottet ist. Also heutzutage in unserer technologischen Welt ist es ja gang und gäbe, ständig von Informationen beeinflusst zu sein. Man hat es ja ständig um die Ohren, Telefon, Internet, Zeitung und die Nachrichten und so weiter. Und sehr vieles ist eben auch negativ. Manchmal ist man vielleicht nicht so gut drauf und lässt sich negativ beeinflussen, wird runtergezogen von gewissen Informationen. Und dieser Platz, diese 8000er, diese Einsamkeit, haben mich wirklich zurückgebracht zu, wer ich eigentlich bin, meine Essenz. Abgeschottet von all den Informationen und ich konnte mir einfach wie ein kleines Kind wieder ganz pur und ganz rein eigentlich meine Welt erstellen und auf meine Welt schauen, was sind meine Werte, wo will ich hin? Und diese Abgeschiedenheit von der ganzen Technologie hat mir wirklich sehr viel weitergebracht, diese Connection zu meiner Umgebung, zu der Natur und dann auch die Connection zu mir selbst. Ich meine, ich muss hier jeden Schritt überlegt gehen. Ich muss jede Entscheidung, jede Aktion muss passen, damit ich mein Leben nicht in Gefahr bringe. Und auch zum Beispiel so eine Nacht in den Hochlagern. Das ist zum Beispiel K2 im Winter auf 7000 Metern. Ungefähr minus 50 Grad. Man ist eingepackt, man hat Schwierigkeiten und schon der Klogang, wenn man nur zu brunzen muss, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Man muss sich mal von den ganzen Schichten befreien. Und das, was hier angenehm und kein Problem ist, wird dort schon zu einer sehr großen Herausforderung. Aber das macht einem alles nichts aus, wenn man wirklich für etwas brennt. Und das ist im Endeffekt das, was einem jede Hürde überkommen lässt. Im Winter 2020, 2021 habe ich eigentlich meine größte Watschen bekommen, würde ich mal sagen. Meine größte Tragödie am Berg, wo ich fünf Freunde verloren habe und darunter war auch ein Mensch, der für mich viel mehr war als ein Freund. Also ich habe da schon weitere Pläne gemacht, über weitere Expeditionen gesprochen. Und es war einfach, ja, das sind meine Menschen, das ist mein Team, mit denen will ich noch viele weitere Dinge machen. Leider hat es in dieser Expedition fünf Tote gegeben. Und einen Sturz habe ich live miterlebt und ich bin dann sofort zum Verletzten hin, der noch ein bisschen gelebt hat. Aber
Auch wenn wir alles versucht haben, was in unserer Macht gestanden ist, wir konnten sein Leben nicht mehr retten. Und natürlich wirft einen das in ein tiefes schwarzes Loch und man stellt sich viele Fragen. Zahlt sich das wirklich aus? Ist mein Traum so wichtig? Oder soll ich wirklich mein Leben riskieren? Immer wieder aufs Neue. Und das waren schon sehr, sehr schwierige Phasen, weil auf der anderen Seite war ich auch ein Mensch, der hat entschieden, okay, das ist meine Zukunft. Ich will 8000er gehen. Ich möchte die erste Frau sein auf dieser Welt, die es schafft, eine Wintererstbesteigung auf einem 8000er zu schaffen. Und ich war sicher, ich kann das. Ich war wirklich sicher, und was hat mich dann daran gehindert? Ich war im Lager 3 und wusste genau, okay, in diesem Aufstiegsprozess, da geht es eigentlich auch sehr um eine Gruppendynamik, weil jeder ist so fokussiert, okay, es muss der Gipfel sein, es muss der Gipfel sein. Und alle werden ganz nervös und sprechen nur mehr über das Wetter und sprechen nur mehr über den Aufstieg, über die Planung und so weiter. Und das ist immer sehr gefährlich. Deswegen, dort geht es um Leben und Tod, aber auch im normalen Leben. Gruppendynamik ist meiner Meinung nach immer etwas, wo man muss mal die Handbremse ziehen und einmal in sich kehren und schauen, okay, was spüre ich eigentlich? Unabhängig von dieser Dynamik, was spüre ich für mich und was sagt mir meine Intuition, wo ist mein Limit? Bis wo sage ich noch, okay, da kann ich noch mitgehen, das akzeptiere ich, und wo sage ich, stopp, hier geht es nicht weiter. Und so habe ich auch am Lager 3 am K2 gemacht. Ich bin aufgestiegen und habe gesagt, jeden Tag aufs Neue muss ich auf meine Intuition hören. Ist das noch stimmig? Wie fühlt sich mein Körper an? Was sagt mein Geist? Und im Lager 3, im letzten Lager, wo dann alle Richtung Gipfel gestartet sind, habe ich gespürt, okay, das ist nicht mein Turn. Ich muss noch warten. Das nächste Mal, ich habe noch genügend Zeit. Und alle anderen sind gestartet. Und diejenigen, die es wirklich dann bis wahrscheinlich zum Gipfel durchgezogen haben, sind alle nicht mehr zurückgekommen. Und ich war mir sicher, hätte ich nicht auf meine Intuition gehört, dann wäre es so schwierig gewesen, dort oben dann irgendwo zu sagen, okay, Freunde, ich drehe jetzt um. Was ich aus dieser Tragödie gelernt habe, ist wirklich, das bei sich sein ist vielleicht das Wertvollste, was mir home. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Wir können uns heute mit Menschen aus aller Welt connecten und verbinden. Aber das Wichtigste ist immer, mit sich selbst verbunden sein. Und diese Selbstverbundenheit, meiner Meinung nach, kriegen wir eben nicht, wenn wir den ganzen Tag in Handy nicht schauen. Diese Selbstverbundenheit kriegen wir, wenn wir mal uns selber Zeit schenken, wirklich nur uns, ohne andere Mittel, ohne andere To-Dos. Einfach mal sagen, okay, diese Stunde kehrt mir. Und auch mal in Stille verbleiben und einfach mal spüren, okay, wer bin ich überhaupt? Was fühle ich in mir? Wo möchte ich hin? Was seien meine Ziele? Was seien meine Träume? Was seien meine Werte? Und dieses Date mit einem selber, das ist immer so schön, weil desto öfter man das macht, desto intensiver wird es und desto stolzer ist man eigentlich auf sich selber, dass man die Zeit, den Mut, weil das ist auch manchmal auch eine Sache des Mutes, es ist nicht immer schön, in sich reinzuschauen. Manchmal ist es sehr schmerzhaft, verbunden mit Traurigkeit. Jede Veränderung ist immer schwierig. Deswegen, es verlangt sehr viel Mut. Meiner Meinung nach, was noch sehr wichtig ist, ist die Eigenverantwortung. Und hier sind wir wieder in der Expedition im Winter, im Zweierteam auf einem Gletscher und wir sehen fast keinen Ausweg. Also haben wir uns diese Leiter zu Hilfe genommen und die haben wir dann mitgenommen, um dann über jede Gletscherspalte drüber zu kommen, als
dritter Seilpartner sozusagen. Was hier wichtig ist, was will ich eigentlich im Leben? Mit welchen Werten will ich das Ganze umsetzen? Mit welchen Menschen an meiner Seite möchte ich das Ganze machen? Und dort oben ist wirklich jeder Schritt kann fatal sein. Das muss mir bewusst sein. Aber das ist bei jeder Entscheidung so. Entscheidungen sind nicht immer einfach. Aber wenn man jetzt schon Angst vor dem Tod haben würde, dann würde man nie beginnen zu leben. Und das wäre sehr schade. Ich glaube, die Welt bietet uns so viele Möglichkeiten. Und wir haben hier in Südtirol wirklich jede Möglichkeit, was wir wollen. Das ist wirklich ein Land, wo ich sage, wow, wir haben so viel Glück, dass wir da geboren sind. Wir haben Ausbildung, wir haben, sei es schulisch, sei es Beruf. Uns stehen alle Türen offen. Und ja, am Ende des Tages finde ich das Bild vom Berg sehr, sehr schön, weil da sieht man ein Bild und die Berge zweimal. Das heißt, alles, was uns in unserem Leben passiert, kann man eigentlich immer auf zwei Weisen sehen. Ich habe zum Beispiel bei meiner letzten großen Expedition diese fünf sehr wichtigen Menschen von mir verloren und bin dann sehr in eine Krise gefallen. Ich bin nach Hause gekommen, habe nur mehr geweint. Ich habe 10 und ich nichts von Herausforderungen, von dieser Kälte. Also ich war wirklich wie, na, ich will das nicht mehr. Auf der anderen Seite hat es mich ja auch traurig gemacht, weil das war mein Lebensziel seit so vielen Jahren. Und das habe ich für mich damals entschieden. Ich will das sein. Aber leider, oder vielleicht zum Glück, verändern wir uns. Und jeden Tag ist ein neuer Tag. Und jeden Tag aufs Neue haben wir die Möglichkeit, ins Neue zu entscheiden. Neu zu entscheiden für unsere Arbeit, neu zu entscheiden für den Partner, neu zu entscheiden, mit wem wollen wir unsere Zeit verbringen. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir die Entscheidung immer wissen, dass wirklich uns schlummert, das wahre Ich, das wahre Selbst, was uns ausmacht, dieses Talent, diese Einzigartigkeit. Und wenn ich das Bild so angeschaut habe, dann habe ich mir gedacht, okay, so viele Tage Tränen, so viele Monate Tränen, ich kann so nicht weitermachen. Also ich muss den nächsten Schritt nach vorne gehen. Und es war eine Identitätskrise. Ich weiß, wenn man in der Oberschule ist, da hat man das ständig als Identitätskrise. Was soll ich dienen? Wer bin ich eigentlich? Wo geht es beruflich hin? Und so weiter. Eine sehr schwierige Zeit. Aber ich hatte eine ebenso schwierige Zeit mit 35 Jahren. Und ich war nächtelang schlaflos in meinem Bett und habe gedacht, wer bin ich eigentlich? Wer ist die Tamara? Bin ich wirklich diese Bergsteigerin, die ich immer sein wollte? Oder wollte ich nur jemandem was beweisen? Wollte ich mir was beweisen? Wollte ich meinem Umfeld was beweisen? Und eigentlich dachte ich immer, dass ich diese Bergsteigerei zu 100% für mich alleine gemacht habe. Weil es mir einfach Freude bereitet hat. Ich konnte mir keinen schöneren Ort vorstellen. Und dort war ich einfach angekommen bei mir. Und das ist genau so lange, blieb genau so lange aufrecht, bis mich die Leute darauf angesprochen haben. Ja, und Tamara, wann gehst du wieder auf Expedition? Was ist dein nächstes Ziel? Wir wollen dich am Gipfel sehen. Und dann habe ich verstanden, okay,
Die Leute sehen mich als die Bergsteigerin, aber nicht als den Menschen. Und das war sehr schmerzhaft, weil ich verstanden habe, dass ich mein ganzes Leben nur der Bergsteigerin in mir die Wertschätzung geschenkt habe und nie aber der Person. Also war ich jetzt vor dem Nichts. Ich konnte ja, ich wollte gerade nicht Bergsteigerin sein und das hat mir sehr, sehr, sehr wehgetan. Diese Zeit dauert jetzt mittlerweile 2,5 Jahre. Ich habe sehr an mir gearbeitet. Ich hatte sehr schlimme Tage, auch schöne Tage, Tage, die mich viel Energie gekostet haben und viel Tränen, aber auch Tage, die mich verstanden haben lassen, wie wichtig es ist, manchmal zu entscheiden, diese negativen Dinge trotzdem irgendwo positiv zu sehen, weil jedes kleine oder wenn diese Tragödie oder dieses Negative auch noch so groß ist, irgendwo können wir immer dieses kleine Positive herausfinden, herauspicken, heraussuchen und wenn es noch so klein ist. Aber wir haben es in der Hand, immer wieder diese Entscheidung zu treffen. Und nach ungefähr 2 Jahren, nach dieser Krise, nach dieser Tragödie, habe ich gedacht, okay, wie kann ich das wirklich überstehen? Ich hatte ja so viel Druck von mir selbst, ich habe Erwartungen an mich gestellt, sehr große und das seit immer. Dann die ganzen Menschen, die auf mir eingeredet haben, ja, und wo gehst du hin und wo soll es weitergehen? Sponsoren. Und die einzige Möglichkeit, die ich herausgefunden war, ha hatte, und das ist mir dann irgendwo mitten in der Nacht eingefallen, nachdem ich einige Tage nicht geschlafen habe, war eben genau, du musst immer dir selbst treu sein. Das ist das Wichtigste. Immer fühlen, spüren, trainieren, auch diese Intuition zu spüren. Weil, wie schon Landesrat Achammer gesagt hat, wir sind alle einzigartig. Wir haben alle ein gewisses Talent und man muss eben schauen, dass man dieses herausfindet. Man darf sehr viel sich ausprobieren und spielen, um dann schlussendlich das zu finden, was einem wirklich Spaß macht, weil man dann wirklich gut darin ist. Und das Zweite, die Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit zu sich selbst in erster Linie, weil das ist der erste große Schritt. Und vielleicht der schwierigste Schritt, einfach sagen, ja, ich bin auch nur ein Mensch, so wie jeder andere. Jeder hat seine Krisen, seine Wehwehchen, seine negativen Phasen und ich bin eben auch eine davon. Und das darf ich akzeptieren. Ich gebe jeden Tag mein Bestes, ob ich jetzt in einer negativen Situation oder in einem positiven, wunderschönen Wettertag bin und mich total zu 100% am Berg ausleben kann. Ich werde immer versuchen, mein Bestes zu geben, um die beste Version meiner selbst zu sein, die ich heute eben sein kann. Manchmal ist es weniger und manchmal ist einfach alles super. Und dann in Folge die Ehrlichkeit zu anderen Menschen, weil schon einmal diese Aussage nach außen, ich zeige mich verletzlich, vielleicht wie es bei mir war. Na, ich kann gerade nicht bergsteigen. Ich fühle es nicht. Ich habe Angst. Ich habe jeden Tag Angst zu sterben. Und für mich war das ja schlimm, weil ich wollte das nicht fühlen. Ich wollte das nicht von mir denken. Wollte eigentlich stark sein, aber ich war es nicht mehr. Und nachdem ich das für mich akzeptiert habe und gesagt habe, es ist halt gerade so, es wird sich wieder ändern, aber es ist gerade so. Und diese meine Verletzlichkeit habe ich dann nach außen getragen, zu meinen Sponsoren, zu den Menschen, die mir immer wieder gesagt haben, ja, wir wollen dich am Gipfel sehen und wann gehst du wieder? Und ich kann euch sagen, das war so erleichternd. Ich habe mich gefühlt, als wären Tausende Kilos von mir abgefallen, weil ich einfach keinen Druck mehr hatte. Ich bin einfach so. Und das muss jeder akzeptieren.
Also ich von meiner Seite her, ich wünsche euch sehr, sehr viel Vertrauen. Es ist gerade vielleicht eine interessante Phase eures Lebens, wo ihr nicht genau wisst, wo geht die Reise hin. Vielleicht seid ihr euch nicht recht sicher. Aber man muss nicht wissen, was in 5 Jahren ist. Das wissen wir eh nicht. Wir können nur in uns hineinfühlen und einmal wirklich versuchen herauszufinden, was ist jetzt? Was möchte ich jetzt? Was macht mich jetzt glücklich? Denn am Ende die größte und wichtigste Entscheidung ist die Entscheidung für dich selbst. Danke. Tamara, vielen, vielen Dank für diesen Vortrag, für deine Worte. Ich sehe gerade, dass mein Videobild verschwindet. Jetzt hoffentlich bin ich bald wieder da. Okay. Tamara, danke schön auch für die eindrucksvollen Bilder und dass du uns auf deine Reise mitgenommen hast. Wir haben jetzt sicherlich viele Fragen an dich. Also 10 Minuten haben wir jetzt noch, wo wir ein paar Fragen an Tamara Lunger auch stellen können. Vielleicht darf ich gleich an ein Thema einhaken, das mich auch sehr interessiert. Das haben wir ja im Vorab auch schon mal gesprochen. Also Intuition war ja auch dabei bei deinem Rezept zum Abheben, Intuition und Ehrlichkeit. Wenn man diese Verbindung zu sich noch nicht so gefunden hat oder gerade im Jugendalter, ist vielleicht auch schwierig. Kannst du uns doch vielleicht ein paar konkrete Tipps geben oder wie hast denn du das geschafft, die Verbindung zu deiner Intuition überhaupt zu finden? Also bei mir ist diese Verbindung zur Intuition eigentlich, glaube ich, schon immer ein bisschen da gewesen, aber ich habe sie verdrängt. Also ich bin sehr krass mit meinem Körper umgegangen, ich habe immer mehr wollen, ich habe immer mehr Höhenmeter, mehr trainieren und mein ganzer Körper hat geschmerzt. Und irgendwas in mir hat mir gesagt, du musst die besser behandeln, du musst die mehr lieben, du musst deinen Körper mehr lieben und respektieren. Aber für mich war das, okay, alles das Intuitive, das ist alles so weich, das ist alles so schwach, das ist, also ich habe das nicht akzeptiert. Und wir sind ja, wir leben in einer Dualität, diese Polarität, männlich-weiblich, rechte Gehirnhälfte, linke Gehirnhälfte. Aber ihr das, diesen weiblichen Teil, diese rechte Gehirnhälfte, nie akzeptiert, weil die für mich Schwäche dargestellt hat. Und das wollte ich nicht sein. Und dann, dieser entscheidende Punkt war 2016 in der Winterexpedition, wo dieser Satz in mich gekommen ist, der gesagt hat, und wenn du jetzt weitergehst, dann wirst du deine Familie nie wiedersehen. Und ich glaube, das war dann so das erste bewusste Wahrnehmen meiner Intuition, wo ich darauf eingegangen bin, was mir wahrscheinlich mein Leben gerettet hat. Und von da an habe ich sie geliebt. Also ich denke, die Intuition kommt nur, wir haben sie alle schon von klein auf mitbekommen. Jedes Kind weiß, wie viel muss ich Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße essen, ohne dass es überhaupt von der Theorie einen Plan hat. Aber das spürt es. Es weiß einfach, okay, ich habe jetzt Lust auf das. Nein, ich mag nicht mehr, ich habe genug. Und durch die Regeln der Gesellschaft und die Schule und so weiter, geht es auch ein Stück weit verloren, weil man muss ja in ein System hineinpassen. Und wenn man das dann wieder zurückhaben will, dann muss man sich einfach selber sehr wertvoll sein und Zeit investieren in sich selbst. Und für mich war das halt dann in den Wald gehen und einfach nur mich selbst im Wald spüren und die Umgebung wahrnehmen. Also das Bewusste, auch bei den Alltagssachen. Einfach einmal bewusst was machen, weil wir essen ja meistens vielleicht mit anderen redend oder vielleicht einige sogar beim Fernsehen und wir wissen ja nicht einmal, wie viel wir da essen oder wie schmeckt es überhaupt. Nein, wir sind ja total abgelenkt von dem Fernseher. Und wenn man einfach das ganze Leben ein bisschen bewusster lebt, ob das jetzt ist beim Gesicht abwaschen, okay, wie fühlt sich das Wasser auf meiner Haut an oder wie fühlt sich die Sonne auf meiner Haut an? Oder was spüre ich, was rieche ich jetzt hier oder da? Oder ich glaube, das bringt schon sehr viel Nähe zu sich selbst und das kann man trainieren. Auch zum Beispiel nur beim Essen, das mache ich auch oft.
Ich bin ja sehr gesundheitsbewusst und möchte schon gesund essen. Aber noch sehe ich da, okay, bin irgendwo beim Essen, die Speisekarte, okay, eigentlich möchte ich gesund essen. Das wäre vielleicht der Salat mit dem Truthahnstreifen. Aber wenn ich jetzt wirklich ehrlich zu mir bin, was würde jetzt am besten zu mir passen? Oder was fühle ich jetzt, was ich brauche? Und das muss nicht immer eben der Salat mit den Truthahnstreifen sein. Aber wenn ich mich da bewusst dafür entscheide und sage, na, ich spüre, mein Körper braucht es jetzt und ich habe nicht einmal ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, ich vertraue mir selber. Ich vertraue mir selber zu 100% in jedem Moment. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir dann immer einen Partner an unserer Seite haben, so einen Schatten, den wir zu jeder Zeit zu 100% vertrauen können. Da brauchen wir noch niemanden mehr sonst, der uns muss Entscheidungen abnehmen oder der uns aus der Patsche helfen muss, weil wir eigentlich alles in uns selber haben. Genau so ist es. Und eben, das waren jetzt ein paar praktische Beispiele, die wir uns vielleicht mitnehmen können. Vielleicht heute beim Mittagessen einmal schauen, okay, wie schmeckt denn das eigentlich? Wie ist denn das gewürzt? Wie oft kau ich vielleicht, bevor ich runterschluck? Oder keine Ahnung, wenn man ausgeht, vielleicht, wie fühlt sich der Regen heute auf der Haut an? Also heute Ja. haben wir ja schlechtes Wetter zum Beispiel. Dass man da einfach bewusster im Moment sein und nicht vielleicht vom Rand Moment zum nächsten Hetzen, wie es jetzt oftmals auch der Fall ist, dass man da einfach bewusster wird. Jetzt haben wir da verschiedene Fragen reingekriegt, jetzt sind wir zeitlich ein bisschen beschränkt. Aber vielleicht, was noch ganz interessant und da zum Thema passt, da hat jemand gefragt, wie er denn eigentlich, weil davor mal gehört, ein bisschen Intuition hat die ja auch davor bewahrt, dass du eben Sam nicht mitgegangen bist bei der Expedition, wo es eben dieses tragische Unglück gegeben hat. Wie war es denn generell so in deinem Umfeld, deine Freunde, Familie, wie haben die reagiert, sobald klar war, dass du diesen Weg einschlagst als Bergsteigerin, Extrembergsteigerin? Ja, also meine Eltern und Familie eigentlich sehr gelassen, weil sie haben mir gewusst, das ist ein Ding, das nicht von heute auf morgen so entsteht. Das ist eine Leidenschaft, die wächst. Und deswegen, man muss sich ja auch vorbereiten und dann wird es immer schwieriger, schwieriger, schwieriger. Und deswegen habe ich immer so vollstes Verständnis von meiner Familie gehabt und die schätzt es sehr, weil wenn ich irgendwo da drüben gewesen wäre und die hätte gewusst, ah, die Mama ist daheim, die räumt es auf. Dann hätte ich eigentlich, glaube ich, nicht die Freiheit gehabt, mich total auszuleben, weil ich vielleicht Angst gehabt hätte, anstelle, wenn mir etwas passiert und dann ist daheim. Ja, also das habe ich schon immer sehr geschätzt. Und auch die Mama hat einmal gesagt zu mir, was gibt es denn Schöneres, als wenn man ein glückliches Kind zu Hause hat? Und der Satz, der ist so schön, wo ich so dankbar bin. Und ich weiß auch, es ist nicht selbstverständlich, dass das immer so ist, dass die Eltern immer hinter einem stehen, weil sie vielleicht Angst haben oder weil sie besorgt sind. Aber ich glaube, da muss man auch ein bisschen gesunden Egoismus kreieren, dass man einfach sagt: Schau, Mama oder Tata, das ist, es habe Enkerleben gelebt und ich akzeptiere das. Es habe sicher Enker bestes gegeben, aber ich bin das, ich bin nicht das, was es seid oder das, was es hoffe, dass ich bin. Ich habe meine eigenen Talente, ich habe meine eigenen Fähigkeiten und ich habe meine eigenen Ziele und Träume und da möchte ich hin. Und niemand wird sein Leben irgendwo, oder ich sage, niemand gibt dir deine Glücklichkeit. Also du bist selber verantwortlich für dein Glück, weil die Mama wird die in Summe, sie hat ihr eigenes Leben. Die Schwestern, die Brüder um ihr eigenes Leben. Also niemand wird die im Endeffekt glücklich machen können, nicht einmal dein Partner. Das musst allem du selber. Also den ersten Mensch, den du heiraten solltest, bist immer du. Und deswegen denke ich schon, dass es Eigenverantwortung ist, einfach zu sagen, okay, ich akzeptiere das, ich herrenk, aber ich muss jetzt meinen Weg gehen. Weil ich muss schauen, dass ich ein glücklicher Mensch bin und dass sie somit positiv bin, dass ich ein Licht für meine Umgebung bin. Und so kann ich noch andere Leute anstecken. Und jeder
kann noch seinen Weg gehen. Und wenn das jeder tun würde, noch gäbe es ja allein mehr glückliche Menschen auf der Welt. Und das war ja gewaltig. Das war eigentlich das Ziel, ja, ganz genau, so ist es. Jetzt haben wir es Punkt 12. Wir hätten zwar noch ein paar Fragen, aber ich glaube, wir sind jetzt eben zeitlich, haben wir jetzt alles ausgeschöpft. Vielleicht haben wir irgendwie die Möglichkeiten, die Fragen, die jetzt noch unbeantwortet geblieben sind, vielleicht können wir die auf einem anderen Weg noch beantworten. Tamara, vielleicht hören wir uns da nochmal zusammen, ob wir da eventuell dann noch die beantworten können, auf eine andere Art und Weise. Danke aber an alle, die noch Fragen zugeschickt haben. Tamara, dir vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei warst bei diesem besonderen Projekt, dass du uns wirklich mitgenommen hast, wirklich auch emotional mitgenommen hast. Das war sehr mitreißend. Da kann ich, glaube ich, für alle von uns sprechen, dass wir da sicherlich noch vieles auch zum Denken haben. Wir haben auch praktische Anregungen gekriegt und das hat uns sicher alle weiterhelfen auf unserem Weg. Das hat uns inspiriert und vielen herzlichen Dank, dass du deine Zeit geschenkt hast, auch für die eindrucksvollen Bilder. Das hat uns wirklich unmöglich gefreut. Ja, danke mir, Zagfreit. Ich hoffe, es habe etwas gekannt mitnehmen. Und bitte kalter die Fragen auf, weil wir werden da gemeinsam mit der Marlies irgendetwas ausklügeln, wie wir die beantworten können. Das verspreche ich. Weil mir ist das einfach wichtig, dass die jungen Leute eben nicht sagen, ja, es gibt eh keine Zukunft, weil das und das und das und das ist. Aber nein, es gibt Zukunft überhaupt da in Südtirol. Wir haben so ein wunderschönes Land und uns stehen alle Türen offen. Und deswegen entscheidet eng für eng und engeren Weg und habt Vertrauen, dass alles gut geht. Und auch wenn hin und da mal Stolpersteine kämen, einfach im Vertrauen bleiben und weiter rocken das Ding. Das sind super Schlussworte, Tamara. Danke, danke, danke vielmals und wir hören uns dann noch zusammen für die anderen Fragen. Ja, danke. Dankeschön. Schreib du die Fragen auf. Das mache ich. Das sei schon notiert. Dankeschön. Tschüss, Tamara. Danke. Danke, danke. Also